Mike Petzold, herzlichen Glückwunsch hier zum zweiten Platz bei der Challenge Kraichgau 2013. Es war deine erste Mitteldistanz. Wie ist denn das Resümee bei dir heute? Ja, ich bin überglücklich über den zweiten Platz. Es lief, muss ich schon sagen, echt rund. Also jetzt im Nachhinein, ich bin die Strecke zum Glück nicht abgefahren im Vorfeld. War dann doch härter, als ich es mir gedacht hatte. Und dann das Laufen war genau das Gleiche. Also ich hatte die Strecke auch im Vorfeld nur stückchenweise abgelaufen und habe dann heute schon brutalst gelitten. Und bin überglücklich, dass dann eben der zweite Platz jetzt rausgekommen ist. Und eine Zeit unter 4 Stunden. Also das war so, 4 Stunden war vorher so ein bisschen meine Zielsetzung. Und ja. Jetzt hat der Tag vom Wetter her alles andere als gut begonnen. Beeinflusst dich sowas in irgendeiner Weise? Nee, da bin ich eigentlich recht resistent. Klar, ich habe dann heute früh noch eine Stunde im Auto gelegen, habe die Sachen getrocknet mit der Klimaanlage. Aber ich habe dann auch gesagt, okay, da muss heute jeder durch hier. Und ich hatte eben Anfang der Radstrecke dann auch noch eine Weste drüber gezogen gehabt. Habe ich dann aber ausgezogen und dann war es eben wirklich temperaturmäßig auch absolut in Ordnung. Und zum Schluss beim Laufen kam sogar die Sonne raus. Und wie fühlt es sich an, wenn ein Wettkampf länger als 2 Stunden dauert? Also ich sag mal, wenn wir jetzt zwischen 2 und 3 Stunden reden, das war alles noch in Ordnung. Aber ich sag jetzt, die letzte Stunde, das mit dem Laufen, das hat schon brutal reingehauen. Also ich hatte gerade schon Krampfansätze aufs Übelste. Das kenne ich eigentlich sonst nicht so von der Kurzstrecke. Es ist auf jeden Fall eine unheimliche Kopfsache. Also man dreht eben einfach nicht so hoch, ne? Man nimmt das schon alles so unheimlich bewusst dann auch war. Man könnte sich auch wahrscheinlich noch unterhalten, oder? Also ich bin heute an einigen in der letzten Runde vorbeigerannt, die zu mir, komm Mike, ich habe gesagt, ihr auch, viel Spaß noch, aber die Beine haben geschrien, ne? Die wollten einfach nur noch stehen bleiben. Was nimmst du jetzt aus dem Rennen mit im Hinblick auf Rot? Du wirst ja noch in 5 Wochen die doppelte Distanz machen. Ey, dass ich es auf jeden Fall ruhig angehen lassen muss. Also das steht fest. Also das ist ganz klar. Ich denke, wo ich mich heute an Timo da auch gehaftet hatte beim Radfahren, dass dort schon muskulär schon auch teilweise ganz schön grenzwertig war. Und er hat dann auch beim Rennen hat er mir dann auch noch gesagt, Mike, teile das gut ein. Also ich denke, in Rot ist nochmal was ganz anderes. Also dass ich eben über diese doppelte Distanz dann auch wirklich immer in den gewissen Komfortbereich bin. Und das wird so, das ist das Resümee jetzt. Weniger. Es sind noch 5 Wochen bis Rot. Was bestimmt das jetzt im Training? Hast du noch irgendwas vor, speziell noch was für die langen Strecken zu machen? Also ich fahre jetzt am Mittwoch ins Höhentrainingslager nach Foromö und bereite mich dort eben dann 3 Wochen auf Rot vor. Und werde dort sicherlich einfach an den Grundlagen weiter trainieren. Also das habe ich heute gemerkt. Ich hatte in den letzten Wochen schon sehr wenig Speed gemacht und das, was ich heute auch gemerkt hatte, okay, wenn jetzt Andreas in Topform da gewesen wäre oder ein Sebi, denke ich, wäre es nochmal was anderes gewesen, aber wir rennen eben hier keine 30 Minuten, ne? Und es geht eben wirklich, man muss in der Lage sein, sein Körper lange auf irgendwo ein Tempo auf 3,45 Kurs zu halten, 4 Minuten. Ne? Also jetzt bei der Mittelstrecke, bei der Langstrecke, wenn man 4 Minuten durchrennt, das wäre ja auch ein fantastischer Einstand. Und so wird die Zielsetzung sein, einfach in Foromö wirklich nochmal ganz solide Grundlagen machen. Dann wünschen wir dir für diese letzte Vorbereitung alles Gute und würden uns freuen, dass wir dich dann in 5 Wochen hier wieder im Interview hätten. Danke.